Autologe, hämatopoetische Stammzellentransplantation. Hört sich kompliziert an? Lass es mich erklären. AHST wurde im letzten Jahrzehnt als eine der vielversprechendsten therapeutischen Optionen für Multiple Sklerose und andere Autoimmunerkrankungen etabliert. Die Idee ist einfach und klingt logisch. Gewinnung der eigenen Stammzellen aus dem Blut, Beseitigung der autoreaktiven Immunzellen im Körper, die gesundes Gewebe des Patienten zerstören, und Neustart des Immunsystems mit eigenen Stammzellen. Und das ist der Ablauf. Schritt 1, Aktivierung der eigenen Stammzellen in den Knochen. Dies geschieht mit besonderen Medikamenten und dauert 4 bis 6 Tage, bis die Stammzellen im Blut des Patienten gelangen. Dann der nächste Schritt, die Gewinnung der autologen Stammzellen. 5 Stunden pro Tag ist der Blutkreislauf des Patienten an eine Maschine angeschlossen. Ziel ist es, ca. 2 Millionen Stammzellen pro Kilogramm Körpergewicht zu erhalten. Das kann bis zu 3 Tage dauern. Tiefgefroren wartet die Armee auf den großen Tag. Dann kommt der schwierigste Schritt, Chemotherapie. Das Immunsystem wird gelöscht, das dauert nur 4 Tage, ist aber mäßig und weniger toxisch als beispielsweise bei Leukämie. Ein Cocktail aus antiviraler, antibakterieller Prophylaxe begleitet den Eingriff. Letzter Schritt, der neue Geburtstag. Die Superpower kommt, die eigenen Stammzellen. Die Plastikbeutel mit gefrorenen Stammzellen werden 2 Minuten in einem warmen Wasserbad aufgetaut, dann geht's zurück ins Blut. Zusätzliche medizinische Power-Cocktails unterstützen diesen Prozess. Die persönliche Superarmee startet ab jetzt das Immunsystem neu. Die Rehabilitation ist sehr wichtig. Nach 2 Wochen in Isolation wird der Patient aus der Klinik entlassen. Das Immunsystem ist noch einige Monate anfällig. Der Patient muss Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Infektionen zu vermeiden. Aber am wichtigsten sind die goldenen Regeln des Arztes. Gute Laune, gutes Essen, aktiver Lebensstil und viel Liebe. I'll be back.